Schmutz und Schimmel an der Ausgrabungsstätte würden ihn krank machen. Das ist mir ein Margrave. Ein unerträgliches Kind. Es ist, als wäre er gar nicht mein Sohn. Ständig bricht er in Tränen aus oder hat eine blutige Nase. Ich glaube, er verletzt sich selbst. Und dann muss ich ihn natürlich hätscheln und verwöhnen und nach Hause bringen. Ich vermisse sie und sollte zu ihnen nach Hause fahren, wohin das selbstsüchtige Kind sie gedrängt hat, aber die Spur ist heiß und ich kann. Ich bin mal gespannt, ob wir den Rest weitersehen, jemand. In der chronologischen Reihenfolge dann. Ich habe 3,5 Jahre für ihn gearbeitet, bevor er verschwand. Aber es ist schon seit 10 Jahren was verschwunden. Warum sind sie immer noch hier? Ich weiß, das klingt altmodisch und ist für die Jugend schwer zu begreifen, aber ich bin loyal und engagiert und ich werde bleiben, bis er zurückkehrt oder gefunden wird. Wirklich? Gibt denn der Haushaltsfonds so viel her? Ja, Madame. Da müssen Sie nicht gleich so gereizt klingen. Ich habe ja nur gefragt. Und plumps. So. Das Badezimmer wieder, wo es jeden möglichen Scheiß da drin gibt. Thermometer, Schraubenzieher, Lenkrad. Lenkrad habe ich immer im Bad, natürlich. Okay, Thermometer. Schraubenzieher, Lenkrad. Schraubenzieher müssen wir noch finden. Schraubenzieher, so. Aschenbecher, Cowboy-Spuren, Nagelknipser. Der Elefantenrest ist wieder da. Yay! So. Nagelknipser. Aschenbecher. Cowboy-Sport. Dartpfeil, Sanduhr, Speerknochen. Schon wieder. Drrr. Ich weiß auch nicht, warum. Seit ich Let's Plays mache, betone ich das R immer so. Das ist ganz seltsam. Wobei, immerhin passiert man das auch nicht. Knochen. Sanduhr. Speer, da, Dartpfeil, da oben, so, CD, das Ohr, Fahrradhupe, Teebeutel, Limone, Teebeutel, wow, 1,5 Minuten, ohne Hilfe, Respekt, wir werden immer besser hier. Ich bin mal gespannt, wie lange das ganze Let's Play dann dauert überhaupt. Und wie gut wir vorankommen. Beziehungsweise wie lange wir überhaupt dann brauchen, alles zu lösen. Aber am meisten bin ich gespannt auf die Abschlussgeschichte, wie das Ganze ausgeht. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. So, das Plektrum. Eins haben wir noch. Ach da. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte zum Schluss dann ausgeht. Und vor allem, ob wir auch die ganze Geschichte dann in chronologischer Reihenfolge fortlesen können. Dann fände ich ziemlich cool, wenn das ging. Ach super, jetzt geht's hier aus. Specht, fliegende Untertasse, Blumen. Specht, fliegende Untertasse. Das ging ja mal flink hier. Blum, 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 blum. Blumen? Hallo? Blumen. Hm. Jetzt haben wir so schnell die ersten 2 Sachen gefunden hier. Jetzt hängt es wieder an den Scheißblumen. Da. Yin und Yang, Taschenlampe, Krücke. Yin und Yang, Taschenlampe, Krücke. Krücke. Taschenlampe, so. Weiße Schachfigur, Libelle, Zahnbürste.
Weiße Schachfigur, Libelle, Zahnbürste. Nehmen wir eine schwarze. Können wir weiße Farbe tunken, haben auch eine weiße. Ich meine ja nur. So. Libelle. Zahnbürste, weiße Schachfigur. Der Rüssel ist wieder da. Yay! Weiße Schachfigur, Zahnbürste. Ich finde keins von beidem. Da ist die Zahnbürste. Da ist eine weiße Schachfigur. Die habe ich bisher noch nicht gefunden hier. Weiße Schachfigur. Musik immer so einladend. Da. So, Radiergummi, Waldhorn, alte Münze. Radiergummi, Waldhorn, alte Münze. Das doch einfach, stell dich das an hier. Ist doch nicht wahr, ja. Ich will die ganze Zeit das R betonen hier. Alter, alte Münze. Ja, stell dich aber auch an hier, da. So. Alte Münze, jetzt hängst du an der alten Münze hier. Hummer. Wenn wir schon mal da sind. Paket. Stoppschild. Radiergummi. Ach, die alte Münze haben wir schon. Radiergummi. Der fehlt noch. Da ist er. So. Na, wunderbar. So, wieder ein Briefchen? Nö. Das Billardzimmer. Schwertschiff, Schwertfisch. Der Mond, Handel, Hammer. Das ist so eine Handel da hinten. Will er mich verarschen hier? Das ist doch eine Handel. War das doch die ganze Zeit? Sehr komisch hier, aber okay. Handel, Hammer, Schwertfisch. Schwertfisch hier. Warum gibt denn die Handel da eigentlich nicht? Sehr seltsam, aber okay. Dann ist das diesmal nicht. Ach, guck mal da hinten. Jetzt meinst du auch immer eine andere Handel hier. Eisvogel. Das ist ein Gargoyle, also eine Statue. Das ist ein Eisvogel. Und jetzt eine Eisstatue? Es gibt ja so Kunstfiguren, gefertigt aus Eis. Könnte natürlich auch das meinen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Lichtschalter wahrscheinlich. Da. Schwertfisch, Hammer, Eisvogel, Handschellen. Ach ne, Handschuhe. Oder so irgendwas in der Art, keine Ahnung. Was soll denn ein Eisvogel sein? Und vor allem, wo ist der Schwertfisch?
Wo ist der denn? Ach, da oben. Was soll man als Schwertfisch erkennen? Ernsthaft? Alter. Handspiegel Bowling. Irgendwas. Handspiegel, warte mal, den hat er schon gesehen. Ach nee, das war das Bullauge. Hm. Da, nehmen wir den so lang. Eine Bowlingkugel und Graffiti. Eine Bowlingkugel. Graffiti. Da. Springstockzucker. Zucker. Springstock. Regenschirm. Da. Eine Schachuhr. Da. Hammer und Eisvogel. Ich finde ja keins von beiden. Der Eisvogel, wo sind wir? Ach so. Ich habe die ganze Zeit nach einer Eisskulptur gesucht. Das ist ein Hammer da draußen. Okay, wenn er den nicht will, müssen wir doch einen anderen suchen. Wenn wir wüssten, wo der ist. Wenn wir das wüssten, hätten wir es leichter. Na komm, den können wir jetzt auch noch über den Hinweis suchen. Jetzt haben wir alles über Hinweise gesucht. Kommt es auf den einen auch nicht mehr an. So, alle Gegenstände gefunden. Eine Handel haben wir dazu bekommen. Wunderbar. Hm? Hatten Sie nie die Vermutung, dass Edwin Margrave Ihr Großvater sein könnte? Wie käme ich dazu? Mein Vater hatte keine Fotos von ihm. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und er hat auch nie über ihn gesprochen. Sie müssen ein einsames Leben geführt haben. Es war schon okay. Mein Onkel Lou ist einfach fabelhaft. Aber hat Ihnen denn Ihr Onkel Lou nie etwas über Ihre richtige Familie erzählt? Was ist denn die richtige Familie? Er hat mir wunderbare Geschichte über meinen Vater und meine Mutter erzählt. Und es gab keinen Edwin Margrave auf den Familienfotos, auf denen meine Großmutter und mein Vater als Kind abgebildet waren. Finden Sie das nicht seltsam? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß, dass Onkel Lou mich liebt. Und ich habe ihn gefragt, als ich den Brief erhielt. Daddy hatte ihn gebeten, mein Pate zu werden und mich zu beschützen, so gut er nur konnte. Und das tat er. Aber jetzt, da Sie von Ihrem Großvater wissen, fühlen Sie sich da nicht betrogen, Miss Edwina? Nur ein klein wenig? Natürlich nicht. Also, Gerard, das hört sich ja fast so an, als ob Sie von mir hören möchten, dass ich gelitten habe. So, so, so. Kleine schwere Nöte. So, und wir haben schon wieder das sechste Bild, das heißt wieder ein Wappenteil. Sehr schön. Also wir werden noch ein paar Folgen dran haben, auf jeden Fall. Aber es wird zu langsam. So, Handeltaschenrechner, Hammerhai und der Elefantrüssel wieder. Handeltaschenrechner, Hammerhai. So. Wie soll man mit dem Chaos was finden? Ich hab das Gefühl, mit jeder neuen Sechserreihe an Bildern, die wir aufdecken, also sprich weiterkommen, wird's schlimmer. Die Handel. Ach, jetzt nimmt das. Leere Flasche, Bananen, Batterien. Bananen, Batterien, eine leere Flasche. Jetzt findet ihr mal hier in dem ganzen Chaos da. Alter, wenn es so aussehen würde bei mir, ich würde ja gar nichts mehr finden, ey. Leere Flasche. Waschbrett, Croissant. Wird ja immer brutaler hier. Wie sollte denn so ein Waschbrett aussehen? Sense, Freiheitsstatue. Sense, Freiheitsstatue.
Skalpell. Da. Leere Flasche, Waschbrett. Da ist das Waschbrett, okay. Hm. Wo ist denn die leere Flasche hier? Komische Geräusche beim Bildersuchen. Heute. Kaffeebohne, Pfeffermühle, Pfeffermühle, Kaffeebohne.